Hallo meine lieben Freunde, heute geht es um das Cabelite Mediabook Ghostland, das wir hier sehen. Und ob sich der Kauf für euch lohnt, ja, das finden wir jetzt mal im Video heraus. Ja, Ghostland im Mediabook jetzt ganz frisch gerade erschienen. Und deswegen bei mir natürlich auch direkt im Unboxing am heutigen Unboxing-Sonntag. Wie ihr ja bekanntlich wisst, kaufe ich mir alle Mediabooks von Cabelite. Wer da Bock drauf hat, kann sich auch nochmal mein Video anschauen. Alle Mediabooks von Cabelite. Zu dem ich auch erstmal ganz kurz ein paar Worte verlieren möchte. Und zwar, wenn ich mir hier diesen neuen Beipackzettel jetzt anschaue. Und wir einen Blick hier nochmal auf diese bisherigen Veröffentlichungen in dieser Reihe schauen, sehen wir doch, dass Cabelite im Pan's Labyrinth Beipackzettel einen Fehler gemacht hat, der sich leider auch auf mein Video übertragen hat. Denn wir sehen hier hinter ein Fremder ohne Namen wird tatsächlich Murphys Gesetz noch eingelistet und hier hinten nach Pan's Labyrinth muss ich mir auch noch I'm a Cyborg, but that's okay besorgen. Die gehören wohl tatsächlich offiziell in diese Reihe, so wie es auch schon einige Vermutungen gegeben hat. Und so wie es mir Cabelite dann letztendlich per E-Mail auch nochmal bestätigte, da ist ihnen wohl leider beim letzten Mal ein kleiner Fehler unterlaufen, aber das macht ja nichts. Fehler sind menschlich. Hier haben wir auch direkt schon mal eine Vorschau auf das nächste Release dieser Reihe. Und zwar geht es um Kartos Land. Und der wird am 31.08. erscheinen. Also diesen Termin schon mal rot markieren, wenn ihr euch für diese Cabelite Mediabooks interessiert. Aber kommen wir jetzt mal zu Ghostland. Ghostland ist ein relativ neuer Film aus dem Jahr 2018 von dem guten Herrn, der auch Matters auf den französischen Markt gebracht hat. Film kenne ich jetzt leider noch nicht, deswegen schauen wir uns jetzt hier einfach mal den Klappentext an. Nach dem Tod ihrer Tante bezieht Pauline mit ihren Töchtern Beth und Vera das alte, mit Kuriositäten vollgestopfte Haus der Verstorbenen. Gleich in der ersten Nacht im neuen Heim werden sie von brutalen Einbrechern überfallen. Das Trauma sitzt tief und prägt die Schwestern bis ins Erwachsenenalter. Beth hat ihre persönliche Bewältigungsstrategie im Schreiben gefunden und ist mittlerweile eine erfolgreiche Autorin von Horrorliteratur. Vera hingegen lebt immer noch mit ihrer Mutter in dem alten Haus, leidet unter paranoiden Wahnvorstellungen und verliert zunehmend den Verstand. 16 Jahre nach dem Vorfall kehrt Beth an den Ort des Geschehens zurück, was sich als schrecklicher Fehler erweist. Also würde ich jetzt mal ganz spontan auf eine Horrorhaus-Story tippen. Ein Horror-Highlight der Extreme. Jo, bin mal gespannt. Bonusmaterial Making of. 73 Minuten Interviews mit Crystal Reed, blablabla, Schauspielern, Original Kinotrailer, deutscher Kinotrailer. Dann haben wir unten noch Ton, DTS HD Masters 5.1. Der Film geht 91 Minuten, finde ich immer schon eine schöne knackige Zeit für einen Horrorfilm und es ist eine Blu-ray sowie eine DVD enthalten. Aber jetzt kommen wir mal zum Mediabook und schauen uns das mal von innen an. So, also kommen wir mal zum Mediabook, dass wir erstmal ein bisschen hier wegzoomen. Das Mediabook hat wieder ein cooles Artwork erstmal. Also das sieht so von vorne aus. Der Spine und hier hinten noch dieses Artwork. Ein schöner, harter Hardcover-Umschlag, wie man so schön sagt. Leicht angeriffelt. Finde ich ziemlich cool, auch dass dieser Riss hier in dieser Maske kommt ziemlich dreidimensional rüber, wenn man so direkt drauf schaut. Ein cooler Effekt. Und auch hier hinten, das gefällt mir sehr gut. Also da kann man schon überhaupt nicht meckern. Jetzt zoomen wir es mal ein bisschen ran. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Hier haben wir noch einmal Werbung. Werbung, Werbung. Hier haben wir die Blu-ray Disc. Die ganze sieht so aus. Mit einer Puppe. Das Haus soll ja angeblich voller Puppen sein, habe ich gelesen. So, na, das ist jetzt wieder ein ziemlich unpraktisch. Das ist das gleiche Motiv wie eben auf der Blu-ray zu sehen. Dann haben wir hier hinten nochmal die DVD, ebenfalls mit einer Puppe.
Und hier das gleiche Artwork hinter dem Tray. So, machen wir das Ganze mal wieder rein. Und kommen mal zum Herzstück, dem Booklet. Ghostlands, stell dich deiner Angst. So, was haben wir hier? Topografie der Angst. Hat eine Seite übersprungen. Bin ich ja schon gespannt auf den Film. Aber ich muss erst mal ein, zwei andere Filme gucken, die ich mir bei Amazon Prime ausgeliehen habe. So. Also für mich ist das jetzt natürlich wieder einer dieser Filme, die ich mir wahrscheinlich so nie gekauft hätte, weil sie mir einfach nichts sagen und ich nichts drüber gehört habe. Aber aus irgendeinem Grund freue ich mich auf den Film. So, also das war das Booklet. Und das war das Mediabook. Mal noch die Werbung an. Würde mich mal interessieren, ob einer von euch den Film schon gesehen hat und was für eine Bewertung ihr dem Film gebt. Bei IMDb hat er, glaube ich, 6,4 von 10, was jetzt eher so Durchschnitt ist. Bei Google stand 88% der Benutzer fanden den Film gut. Wer den Film von euch schon gesehen hat, kommentiert mal bitte spoilerfrei, wie ihr den Film gefunden habt. Würde mich wirklich sehr interessieren. Dementsprechend schneller würde der dann bei mir auch in den Player wandern. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf den 31.08., wenn das nächste Mediabook erscheint. Noch habe ich genug Platz in meinem Regal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag noch. Und ja, danke fürs Einschalten. Macht's gut, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.